Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst, zur Wortgottesfeier, zum Hirtensonntag. Ungewohnt ist es, vor dem leeren Kirchenraum zu sprechen. Aber ich vertraue auf die Technik und ich hoffe, dass ihr zu Hause über Livestream mit uns mitfeiern und euch berühren lassen könnt. Das Thema heute, der gute Hirte, ist wohl sehr aktuell. In Krisenzeiten brauchen wir besonders oder merken wir besonders, dass wir den guten Hirten brauchen. Und so soll der heutige Gottesdienst ihm zur Ehre sein und unser Vertrauen stärken. Rufen wir sein Erbarmen zu uns. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, der für die Seinen sorgt. Herr, erbarme dich. Licht im Stich. Christus, erbarme dich. So lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als guter Hirt. Geleite auch unsere Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören nun beide Lesungen aus der Apostelgeschichte und aus dem ersten Petrusbrief. Wir merken, wie die Jünger noch immer gefasst sind vom auferstandenen Jesu. Voller Begeisterung geben sie den Glauben weiter. Auch Juden bekehren sich. So hören wir diese beiden Lesungen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Jesus Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern
gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ersten Brief des Apostels Petrus. Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Jesus. Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme.
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich darf nun einige Worte sagen zu dieser Evangeliumstelle und werde euch auch sagen, was mir der Hirte bedeutet. Also Jesus bringt den Vergleich mit den Hirten, der Herde und den Hirten. Wir in unserer Umgebung, Sie sehen doch manchmal Schafe oder es gibt Bauern, die mit den Tieren vertraut sind. Auch jeder, der ein Haustier hat, der weiß, dass das Tier, dass derjenige, der dieses Tier betreut, der Vertraute ist. Ich bin aufgewachsen ohne eigentlich Kontakt zu den Tieren und ich habe auch kein Bedürfnis gehabt danach. Aber ich kann mich noch sehr gut an meine Erstkommunion erinnern, wo wir das Lied gesungen haben, das über den Hirten gesprochen hat und wo der Text geheißen hat: Mir mangelt nichts, er weidet mich auf seinen grünen Augen. Mir hat dieser Satz so gefesselt und mir so viel bedeutet, dass ich mir vorkomme, wie ich das gesungen habe. Ich bin so geschützt und nichts kann mir passieren. Jetzt, ein paar Jahre später, ist dieses Vertrauen einerseits gewachsen, einerseits kann ich sagen, es hat mir immer geholfen, der Beziehung zu Gott standhaft zu bleiben. Es hat mir geholfen, insofern, dass ich immer wieder Wegweiser erlebt habe, die mir wieder ein Stück weiter geholfen haben auf meinem Weg, auf den Weg, der mir auch gefallen hat. Und ich weiß auch, in schwierigen Situationen, in schwierigen Entscheidungen war Gott mein guter Ratgeber. Und in schweren, in dunklen Tagen, in dunklen Zeiten war Gott meine Hoffnung, meine Zuversicht. Und heute, wenn ich mir denke, bin ich inzwischen Pensionistin und Oma, ist eigentlich das Leben jetzt leicht geworden. Es ist vom Muss ins Dürfen übergegangen. Und ich habe jetzt, kann mir so ein vertrautes, also ich fühle mich jetzt so gestärkt und geschützt von meinem Hirten, der mich so liebevoll begleitet, mir so viele Sachen jetzt erklärt, wo ich so viele Sachen beobachten kann in Ruhe und Gelassenheit. Davon bin ich jetzt überwältigt. Das ist momentan mein Leben und ich denke mir, es gibt nichts, das passieren könnte, was nicht wieder zur Liebe und zum Hirten führen könnte. Dieses Vertrauen wünsche ich auch euch und um dieses Vertrauen bitte ich auch für die Zukunft, Herr, dass ich deinem Weg, deinem Willen und in deiner Liebe folgen darf. Und Roman erzählt uns, wie er diese Stelle sieht, was sie für ihn bedeutet. Man kann immer auf seinen Hirten vertrauen und auch immer zu ihm zurückkommen. Das hat die Rosemarie schon sehr gut erkannt. Und das habe ich immer auch beim Durchlesen von dem Text gedacht. Und die eine Passage: Ich bin der gute Hirt, ich kenne meine Schafe und sie hören auf meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen keinem anderen. Damit meint Jesus zur damaligen Zeit seine Jünger und seine Anhänger. Und für mich ist es irgendwie auch ein Lob für sie, für seine Jünger. Sie folgen ihm nach. Ohne Widerwillen, sie sind seine Herde und sie hinterfragen nicht, wo geht die Reise hin oder was ist am Schluss. Und
Sie folgen ihm einfach und sie folgen auch keinem anderen, keinem Räuber und keinem Dieb. Und so eine Gefolgschaft wünscht sich Jesus heutzutage auch von uns. Und deswegen muss ich mich selber auch immer wieder fragen, habe ich das Lob zu seiner Herde zu gehören wirklich verdient? Verlieren wir nie unsere Herde? Gehen wir nie einen eigenen Weg? Denken wir nie egoistisch nur an unseren eigenen Nutzen und entfernen wir uns von der Herde? Hin und wieder entfernen wir uns so weit, dass wir auch gar nicht mehr zurückfinden. Doch Gott und Jesus, sie sind unsere guten Hirten. Sie wissen, was das Beste für uns ist, auch wenn wir das selber manchmal noch gar nicht wissen. Und sie wollen uns auf dem richtigen Weg zurückbringen. Aber wir sind keine Schafherde, die was einfach blind dem Hirten folgt. Und Gott wird auch nicht mit Hirtenstab und Wetterfleck vor uns hergehen und alle Menschen vor der Erde zusammentreiben und auf eine große Wiese bringen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir dürfen selber entscheiden. Und wenn wir die Richtung verlieren, dann stoßt uns Gott einfach nur hin und wieder ein bisschen zurück auf den richtigen Weg. Und denn seine Zeichen sind hin und wieder ganz offensichtlich, wo man nur die Augen aufhält. Sei es ein Enkelsohn, der da schon zum 20. Mal sagt, du sollst die Atemschutzmasken aufsetzen, wenn du einkaufen gehst. Sei es eine Ehefrau, ich bitte dich nicht zu aufregen nach einem stressigen Tag in der Arbeit. Sei es einfach ein Passant, der was schnell Achtung schreit, bevor du achtlos Parode über die Ampel gehst. Oder ein Kollege, der was sagt, nein, nach dem dritten Bier fährst du nicht mit dem Auto selber ran. Eine Mutter, ein Vater, Priester, Seelsorger, Politiker, Freunde, Bekannte oder komplett fremde Menschen. Sie alle haben irgendwie eine Hirtenfunktion für uns und wir können auch Hirten für sie sein, wo wir merken, sie haben den richtigen Weg verlassen und müssen sie da hin und wieder ein bisschen zurückstoßen. Jeder kann für uns ein Hirte sein, es liegt aber noch in unserem eigenen Ermessen, ob wir ihre Hilfe annehmen wollen und ihnen auch helfen wollen. Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott, unser Hirte, ruft sein Volk zusammen. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, für die Gabe des ersten Tages der Woche. Dies ist der Tag, an dem du das Werk der Schöpfung begonnen hast, in dem du Licht und Finsternis trenntest. Dies ist der Tag, an dem du durch die Auferweckung deines Sohnes mitten in der alten Schöpfung die neue Schöpfung schon begonnen hast. Dies ist unser Tag der Ruhe und Unterbrechung, den du uns allen am Berg Sinai durch dein Sabbatgebot geschenkt hast. Denn du hast uns deinem geliebten Volk Israel im neuen Bunde zugesellt. So halten wir auch einen Tag der Woche für dich frei. Wie dein Volk Israel sehen wir uns nach der Erfüllung deiner Verheißung. Wir vereinen uns mit allen, die deinen Namen kennen und rufen. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Als die Zeit ihre Fülle erreicht hatte, hast du uns Jesus, den Christus, geschenkt, dein ewiges, nun sichtbares und lebenschaffendes Wort. Seiner vor allem gedenken wir am Sonntag. Es ist der Tag, an dem er den Geist auf die im Saal Versammelten sandte und so deine Kirche schuf. Er hat den Tod besiegt und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Er schenkt uns Hoffnung, die dem Leben Licht und dem Sterben Halt schenkt. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Morgen feiern wir Sonntag. Du hast uns schon heute zusammengerufen, dass wir dein Wort hören und dir das Lob singen können. Das Brot gemeinsam zu brechen, ist uns in dieser Zeit leider nicht gegeben, doch deine Nähe ist uns zugesagt. Herr, es ist die Kirche, die Jesus als dein Volk aus allen Völkern gesammelt hat. Als seine Kirche halten wir Ausschau nach seinem endgültigen Kommen. Mit allen, die den Weg auf dein Reich hingehen, geben wir dir, Gott, die Ehre. Für unsere Pfarrgemeinde, dass sie wie eine große Familie ist, in der einer den anderen zu verstehen sucht und alle sich gegenseitig helfen und sich um die Alten und Kranken,
die Behinderten und die Abseitsstehenden kümmern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Regierenden, dass sie die rechten Entscheidungen treffen und so alle im Frieden und in einer gesunden Umwelt leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Familien, dass sie Stätten des Helfens, der Verständigung und Toleranz sind, wo Platz ist für Groß und Klein, Jung und Alt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dass sie in ewiger Glückseligkeit bei dir versammelt sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Darum bitten wir dich, unseren Herrn und Heiland, den guten Hirten, der uns das Leben gibt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Schließen wir gemeinsam das Gebet an, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Guter Gott, du kennst mich, du weißt um mich, ich bin dir nicht gleichgültig. Dir liegt etwas an mir. Du schaust, dass ich mich nicht verirre oder verloren gehe. Ich möchte auch dich kennen. Ich will dich immer wieder neu nachgehen und dich suchen. Ich will deine Spuren in meinem Leben entdecken und die Fährte zu dir nicht verlieren. Sei du bei mir wie ein guter Hirte, der du mich durchs Leben leitest und mich immer wieder zur Quelle des Lebens führst. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. So begrüßen wir am Schluss des Gottesdienstes unsere Mutter Gottes. Monat Mai gehört ihr. Und sie ist unser Vorbild, unsere Hirtin im Glauben.
Jetzt sind wir auch schon am Ende, am Schluss unserer Gottesdienst, Wortgottesfeier. Es ist noch immer die Situation, dass wir über Livestream unsere Gottesdienste anschauen können, wenn sich wieder was Neues ergibt, werden wir es erfahren. Aber vorläufig bleibt es so, 19 Uhr, Sonntag vor Abendmesse oder Sonntag vor dem Wortgottesfeier und am Sonntag um 10 Uhr immer wieder aus den verschiedenen Paaren unseres Seelsorgerahmens der Gottesdienst die Heilige Messe. Auch am Donnerstag, 14-tägig, wird der Gottesdienst aus der Krankenhauskapelle um 19 Uhr übertragen. Es wird auch eine Gelegenheit eingerichtet, dass wir Bibel teilen können. Wer Interesse hat an einem Bibelgespräch über Video, kann sich bei Elisabeth oder Ruth melden. Und so bleibt uns noch den Segen zu erbitten, der uns begleitet in unseren Alltag, in die Woche, in die nächste Zeit. Der lebendige Gott, der uns die Richtung angibt, segne und behüte uns. Der liebende Gott, der uns annimmt, lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der starke Gott, der uns Vertrauen schenkt, erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. So segne und begleite und behüte uns der lebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke fürs Mitfeiern.